Hallo, ich möchte heute eine sehr grundlegende Frage stellen, nämlich was ist eigentlich nachhaltig? Diese Frage kann man unterschiedlich diskutieren, man kann in die Geschichte zurückblicken und sagen, ja, ein Begriff über 300 Jahre alt stammt aus der Forstwirtschaft, da geht es darum, dass man irgendwie nicht mehr erntet und verbraucht, als nachwächst. Man kann sich überlegen, dass es sich um einen politischen Begriff handelt, seit ja, den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, als man erkannt hat, dass es um Generationengerechtigkeit geht, dass wir heute, wir Menschen der jetzigen Generation, nicht auf Kosten der zukünftigen leben, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als ja, wir nutzen können, ohne tatsächlich die Lebensgrundlagen und die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu zerstören. Man kann die Frage auch grundlegender stellen. Dieses nachhaltige Existieren hat ja vielleicht etwas mit Funktionieren zu tun. Wie funktioniert das, dass etwas nachhaltig ist? Gab es Nachhaltigkeit schon vor dem Menschen oder ist es wirklich nur ein Konstrukt? Damit möchte ich heute die Systemfrage stellen, wie funktioniert das ganze große System, in dem wir leben? Und dieses Thema bezieht sich auf das Kapitel im Buch Der Mensch im globalen Ökosystem, in dem es um Systemik geht, ein Ansatz für das ganzheitliche interdisziplinäre Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. Am Anfang wurde schon etwas deutlich, wenn man diese Frage stellt, was nachhaltig funktioniert, klingt das wie die ganz große Frage, die Wissenschaftlerinnen schon immer angetrieben hat, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Eine Frage, für die manche schon ihre Seele verkauft haben, um diese Erkenntnis zu gewinnen. Jedenfalls haben wir große Anstrengungen unternommen, als Menschheit in den letzten Jahrhunderten zu erkennen, zunächst einmal, was um uns ist. Wir haben ein Inventar, ja, nicht nur der Sterne inzwischen, sondern der Galaxien begonnen, der Himmelskörper, die uns umgeben. Wir haben ein Verständnis dafür, dass wir in diesem Weltenraum ja, auf einem Planeten leben, der wahrlich nicht allein ist. Wir können weit und tief blicken und erkennen, dass in diesem Universum ja, Strukturen zu erkennen sind. Diese Galaxien, diese Komplexe von Abermillionen Sonnensystemen, die ja, scheinen aufgereiht im Universum entlang von so Gasfilamenten zu sein. Es gibt offenkundig irgendwelche Kräfte, die bewirken, dass Strukturen sich ausbilden, dass nicht Chaos herrscht. Gleiches gilt für die einzelnen Galaxien, hier wie unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, die ja, wunderbar anzusehen ist in dieser Spirale und wo vieles ja darauf hindeutet, dass es Kräfte gibt, die ja, die Planeten, Sonnen, die Materie in ihr ordnen. Und so ist es auch im Sonnensystem, in dem wir leben, wo relativ geordnet die verschiedenen Planeten auf ihren Umlaufbahnen um die Sonne kreisen und wo einfach nicht Chaos herrscht. Also wir stellen fest, im ganz Großen, diese Welt besteht aus Teilen, die ja einer gewissen Ordnung unterworfen sind. Und um nicht allzu lang abzuschweifen, im Großen und Ganzen wollen wir uns umschauen auf unserem Planeten, wo tatsächlich ja noch etwas ganz Besonderes existiert, was wir bislang nicht von anderen Planeten kennen, nämlich das Leben, die Organismen, die auch in erheblichem Maße
geordnete, ja, Einheiten darstellen, die funktionieren und die das überall tun auf unserer Erde, wo minimale Bedingungen gegeben sind, wie etwa Wasser und annehmbare Temperaturen, aber ganz klar auch Energie, die genutzt werden kann, in diesem Fall von den grünen Pflanzen, die Energie, die aus dem Weltraum kommt, die Sonnenstrahlung und die umgewandelt wird in einem biochemischen Prozess von Strahlung in Materie. Das ist schon ja, die physikalische Grundlage so ein bisschen unseres Lebens und die Grundlage auch dafür, dass sehr viel Ordnung geschaffen wird, dass sich auch etwas entwickelt. Wenn irgendwo auf diesem Planeten eine freie Fläche neu geschaffen wird, dann werden Organismen sich einstellen, solange das Lebensbedingungen zulassen, sich ansiedeln, Ressourcen nutzen, Energie von der Sonne herunterladen und etwas aufbauen, geordnete Strukturen aufbauen. Und ja, es stellt sich schon die Frage, warum passiert das? Was steckt dahinter? Was sind das für Kräfte? Und ja, von sehr einfachen Strukturen auf nackten Felsflächen oder Sandflächen, wie hier in einer Heide, wo es losgeht mit Bakterien, mit Moosen, Flechten und dann kommen höhere Pflanzen hinzu, läuft ein Prozess ab, den wir Sukzession nennen, hin zu sehr komplexen, biomassereichen Ökosystemen, wie hier ein Bergregenwald, der sicherlich zu den strukturvielfältigsten ja, Ökosystemen gehört, die wir von unserem Planeten kennen. Im Grunde sind solche Ökosysteme Bioreaktoren, wo Energie hereinkommt und dann ja im zusammen mit bestimmten Zutaten wie Wasser und Kohlendioxid letztendlich diese Strukturen aufgebaut werden. Es kommt zu Wachstum insofern, als dass Moleküle zusammengesetzt werden zu immer komplexeren und größeren Strukturen. Energie wird ja umgewandelt, beiseite gelegt, in einer Form, die später auch noch für das Verrichten von physikalischer Arbeit genutzt werden kann. Ökoexergien nennen Ökologen das. Und ja, indem diese physikalische Arbeit im Bioreaktor-Ökosystem verrichtet wird, gibt es viele Möglichkeiten in diesem Ökosystem für Organismen in ihnen zu existieren, sich in ihnen zu wandeln. Und nochmal, das Entscheidende ist also dieses Pflanzenwachstum, wo wir erkennen müssen, Wachstum ist ein Prozess, der sehr natürlich ist und offenkundig zum nachhaltigen Funktionieren dazugehört. Auf unserem Planeten zumindest, wo wir den einzigen Ort finden bislang im Universum, wo derartige Prozesse ablaufen. Im Grunde, ja, ein Ergebnis sehr komplexer biochemischer Reaktionen, wo Moleküle sich miteinander kombinieren, ineinander umwandeln, Energie freisetzen, Energie verbraucht wird, um Strukturen aufzubauen. Das hier ist eine Karte aller biochemischen Reaktionen. Und wo wir eben noch in die Galaxien schauen, jetzt in kleinere Bestandteile einen Einblick gewinnen, aus dem unsere Welt besteht, aus Molekülen, die sich aus Atomen wiederum zusammensetzen. Und wo dieses, ja, zusammen miteinander etwas machen, offenkundig zu Strukturen führt, zu Ordnung und zu Entwicklung. Also, was ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Das sind kleine Teilchen. Lange dachte man, die unteilbaren Teilchen wären die Atome, was ja das Wort bedeutet. Heute wissen wir, auch die bestehen aus Einzelteilen, Protonen,
Neutronen, Elektronen und ja, kleinere Teile bis hin zu irgendwelchen Quarks, die miteinander ja, in Wechselwirkung treten, in elektromagnetische, energetische Wechselwirkung treten und dabei sich zu unterschiedlichen Strukturen zusammensetzen. Immerzu die gleichen Elektronen, Protonen, Neutronen zu unterschiedlichen Molekülen, die sehr groß, sehr komplex werden können, bis hin zu ja, etwa der DNA des Erbguts der Organismen, wo dann diese Moleküle auch immer komplexere Aufgaben und Funktionen erfüllen können. Also das ist das, was wir festhalten können, was uns die Wissenschaft an Erkenntnis beschert hat, vom Blick ins Universum und vom Blick bis in die kleinsten Partikel. Diese Welt besteht aus Teilen, die ja nicht nur für sich allein existieren, sondern mehr oder weniger ja, miteinander zusammenwirken und eine Ordnung ergeben. Teile der Atome, die Atome bilden, Atome, die Moleküle bilden, und so weiter und so fort, bis hin zu Planeten, die Sonnensysteme und Sonnensysteme, die Galaxien bilden. Das Entscheidende ist, dass diese Teile ja aufeinander wirken, offenkundig. Das können wir nicht vertiefen, aber da sind physikalische Kräfte am Werk. In dem Moment, wo Masse da ist, ja, gibt es Anziehungskräfte, von denen wir heute wissen, dass sie eigentlich Raumzeitbeugung sind. Nicht Albert Einstein sei Dank, aber es gibt diese ja, Wirkung der Teile aufeinander. Diese Beobachtung, die zustande kam, natürlich auf Grundlage der voranschreitenden Wissenschaft, die führte Wissenschaftlerinnen zu der Frage, wenn alles irgendwie aus den gleichen Teilen besteht, aus den Atomen, und das alles nur irgendwie dadurch sich unterscheidet, dass sie in unterschiedlichem Maße miteinander interagieren. Vielleicht gibt es ja eine Theorie von allem, nicht? Also die Suche nach der Weltformel oder dem einzigen Prinzip, wie tatsächlich die Welt funktioniert. Und ein Wissenschaftler, Karl Ludwig von Bertalanffy, der sich mit diesen Phänomenen beschäftigt hat, dass ja, Strukturen entstehen, Formen, der eigentlich als Biologe gestartet ist und beobachtet hat, wie Moleküle letztendlich komplexe Organismen zusammenstellen, entstehen lassen, hat dann über das biologische Weltbild nachgedacht, was sich auch im vergangenen Jahrhundert besonders stark nochmal verändert hat, nach der Erkenntnis der Evolution im 19. Jahrhundert, dann aber auch die Entdeckung von den Grundlagen der Genetik. Und am Ende war klar, dass aber die Wechselbeziehung zwischen den Teilen, die auch Leben ausmachen, physikalischer Natur sind. Da geht es um Energie, da geht es um Austausch und Wandlung von Energie. Und darüber nachdenkend hat dann der Karl Ludwig von Bertalanffy in den 60er Jahren eine Theorie entwickelt, die er allgemeine Systemtheorie nannte und wo er im Grunde nachvollzog, ja, dieses Phänomen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und tatsächlich physisch und physikalisch auseinander hervorgeht. Diese Systemtheorie war sehr befruchtend für viele andere wissenschaftliche Disziplinen und geht zunächst mal von ganz einfachen Prinzipien aus. Also diese Frage, was ist ein System? Ja, es besteht aus Elementen, aus Systemkomponenten, die beginnen miteinander in
Beziehung zu treten, in Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkungen sind in der Regel ein Austausch von Materie, von Energie und oder Information. Dank Albert Einstein wissen wir, im Grunde ist das alles Energie. Und wenn dann diese Komponenten, zum Beispiel Protonen, Neutronen, Elektronen, miteinander in Wechselwirkung treten, in einer bestimmten Kombination mit einer bestimmten Zahl, dann ergibt sich etwas Neues, eine Struktur höherer Ordnung. Und das ist dann das System. Und das besteht eigentlich auf der Grundlage dieser Selbstorganisation, die sich dadurch ergibt, dass die Teile miteinander interagieren und letztlich ja immer noch da sind, aber plötzlich als ein größeres Ganzes erscheinen. Und dass letztlich das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, das wird als Emergenz bezeichnet in der Systemik. Und meint dieses Prinzip, dass vor allem diese Wirkung und Funktion von diesen größeren Strukturen letztlich nicht aus den Eigenschaften der Komponenten erklärbar sind. Es kommen neue Eigenschaften hinzu. Wasserstoff und Sauerstoff, zwei Gase, reagieren chemisch miteinander und bilden Wasser. Und das ist im Grunde nicht absehbar, dass aus einem Gas eine Flüssigkeit wird, und bekanntlich hat dieser Stoff Wasser als Molekül ganz andere Eigenschaften als jeweils die Gase, aus denen es besteht. Eine grundlegende Frage ist natürlich, warum tun die Teile das? Von den Atomen und Molekülen wissen wir, dass die häufig sich so kombinieren und miteinander reagieren, dass sie ja energetisch in günstigeren Zuständen existieren können. Es scheint eine Getriebenheit zu sein, die physikalisch begründbar ist bei der Entstehung von diesen Strukturen höherer Ordnung, mit der Entstehung von Emergenz, sogenannten emergenten Eigenschaften. Und es könnte so sein, dass letztlich durch das Zusammentreten die Einzelteile nachhaltiger bestehen können, gegebenenfalls ja effizienter werden, auch in dem Sinne, dass Strukturen Energie, die da ist, besser nutzen können, einsparen können, aufhalten, in sich erhalten können und besser mit Ressourcen wirtschaften können. Und damit wären wir schon so bei gewissen Prinzipien, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, wie etwa die Effizienz. Es sind auch noch weitere emergente Eigenschaften, die ja dabei zustande kommen. Letztlich, wenn Teile sich zusammenschließen, könnten sie auch widerstandsfähiger werden gegenüber Störungen, gegenüber äußeren Einflüssen, also eine gewisse Resistenz entfalten. Sicherlich auch ein wichtiger Teil von Funktionstüchtigkeit und Nachhaltigkeit. Und letztlich sind solche Strukturen, Systeme nachhaltiger am Start, die auch nach erheblichen Störungen vielleicht sich neu wieder bilden können, neu zusammensetzen können oder in ähnlicher Form wieder zustande kommen können. Und das nennen wir Resilienz. Das gilt alles für Ökosysteme, wenn wir uns das genau anschauen, dass die, wo viele Komponenten zusammentreten, miteinander interagieren, sehr komplexe, haushaltende Systeme bilden, die Energie von der Sonne aufnehmen, die Wasser, den Niederschlag aufnehmen, speichern in Böden, in Biomasse und auch anfangen, ihr eigenes Mikroklima zu machen, dass tatsächlich diese Wechselwirkung von vielen, vielen Organismen dazu führen, dass diese Systeme immer effizienter werden und dadurch natürlich auch beständiger. Letztlich gibt es Systeme nicht nur in der Natur, wenn wir Menschen nicht als Natur betrachten wollen, auch darüber kann man nachdenken, ist es so, dass ja
Menschen, Individuen, auch Komponenten sein können von Einheiten höherer Ordnung. Menschen schließen sich zusammen, tun etwas miteinander und dabei kommt es zu ja, Entstehung von Systemen, wie etwa staatlichen Systemen oder Gesetzgebungssystemen, wie hier im Bild, wo letztlich erstaunliche Dinge passieren. Es werden Gesetze verabschiedet, es werden Staaten gegründet, Grenzen gezogen, Ressourcen verteilt, lauter emergente Eigenschaften, die sich ergeben nur aus der Interaktion der Komponenten, der Menschen, die miteinander ja was austauschen, alles Mögliche, aber vor allem in dem Fall auch Informationen, nicht? Sie reden miteinander, verabreden sich und die Emergenz ist dann die Entstehung von Staaten. Auch hier kann man fordern und beobachten, dass diese komplexeren Systeme, komplex in dem Sinne, dass es vielfältige Wechselwirkungen gibt zwischen einzelnen Menschen, Gruppen von Menschen, dass diese komplexeren Systeme dazu beitragen, dass das große Ganze funktionstüchtiger wird, letztlich mit positiven Rückwirkungen für die Komponenten, die dann besser aufgehoben sind unter Umständen in diesem komplexen System. Das ist ja der Grund, weshalb etwa Staaten gebildet werden, damit zumindest war das die ursprüngliche Idee, die Individuen besser haben, dass es menschliches Wohlergehen gibt, Sicherheit. Letztlich ist die Systemtheorie wirklich dann ab den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem umfassenden Erklärungsansatz geworden für Struktur, Interaktion, Veränderung von Teilen der Welt und die Rezeption ging dann weit hinaus über Biologie, Physik, wo das relativ klar war, dass es ja diese Systeme gibt, aber gerade auch in den Sozialwissenschaften und ja, menschbezogenen Wissenschaften, Psychologie, Soziologie wurde das aufgegriffen, hat zu ganz neuen Erklärungsmöglichkeiten und auch praktischen Anwendungen, Therapiemöglichkeiten geführt. Letztlich auch ja, die Wirtschaftswissenschaften, das Management hat sich erheblich der systemischen Ansätze bedient. Und was also bemerkenswert ist und hervorzuheben, dass die Systemik letztlich eines der ganz wenigen Konzepte in der Wissenschaft darstellt, die universell verwendbar sind. Es gibt praktisch keine Disziplin, die sich einem systemischen Denken entzieht. Und damit ist es auch eine, ja, ein Instrument letztlich für die Übersetzung, für die Verständigung zwischen Disziplinen, also eine Interdisziplinarität voranbringt. Oder auch eine Transdisziplinarität über Grenzen von Disziplinen hinweg. Wenn wir nun auf das, was ist, schauen als Systeme, wie etwa die Menschheit, erkennen wir, dass ja die Folgen von der Interaktion letztlich systemisch beschreibbar sind als emergente Eigenschaften. Und so wie Pflanzen den Ressourcen gegeben werden, wachsen und Ökosysteme wachsen, so tun das eben natürlich auch Populationen von Tieren, aber letztlich auch von Menschen. Und wo wir erkennen, dass etwa das Wachstum der Menschheit ein ja, emergentes Phänomen ist, was sich ergibt daraus, dass Menschen miteinander interagieren, zunächst durch die Reproduktion, nicht ganz biologisch, aber dann als soziale Wesen, diese Interaktion mit Kommunikation, Entstehung von Kultur, Technologie, ja, letztlich ein Prozess, der sich selbst verstärkt. Je mehr Menschen auf der Erde leben und Dinge lernen und sich ja jeweils auch mitteilen und Forschung betreiben, desto mehr Möglichkeiten werden geschaffen für Menschen zu existieren auf dieser Erde und das hat dieses exponentielle Wachstum letztendlich entfesselt. Diese Veränderung von
System sind wesentlich, um Nachhaltigkeit zu begreifen, gerade weil wir die Hockeyschlägerkurve des menschlichen Bevölkerungswachstums heute wahrnehmen als etwas Problematisches, wenngleich wir erkennen müssen, ein natürliches Systemverhalten. Es lohnt sich, ja, auf diese Kurven der Zustandsveränderung von Systemen zu schauen und zu lernen, wie es ja mit Wachstum und Entwicklung vonstatten geht. Ein interessantes Beispiel ist hier im Millennium Ecosystem Assessment dargestellt worden, wo es um die Ressourcennutzung ging, tatsächlich in dem Fall Fischfang, Kabeljaufischerei in Neufundland, wo lückenlos Daten vorliegen ab 1850 und ja, wo es zu einem Wachstum kam, allerdings nicht der Fischbestände, sondern der Nutzung, dadurch, dass Menschen die Nutzung intensiviert haben und das Wachstum ging linear voran bis ja, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ahnen wir schon, was passiert, wie viele Kurven nach dieser Zeit gibt es hier einen Sprung, eine Steigerung der Nutzung, tatsächlich durch Technologien, durch Investitionen, nicht, wo man sich dachte, wenn man viele Fische fangen kann, kann man auch noch mehr Fische fangen und damit ja, einen Industriesektor aufbauen, reich werden. Und hier ist natürlich dann immer die Frage bei so einem exponentiellen Wachstum, wie auch im Falle der Menschheit, wie dann sich das fortsetzt. Hier ist oben die Grafik schon zu Ende. Das heißt, es steht natürlich zu erwarten, dass irgendwann ja, die Grenze erreicht ist, wo die Fische nicht mehr hergeben. Was allerdings in Neufundland passierte, ist, dass es nach diesem Maximum an Ausbeute tatsächlich in relativ kurzer Zeit zu einem Einbruch der Fischpopulationen kam. Hier nochmal ein ja, kurzes Aufbäumen und dann letztlich in den 90er Jahren praktisch kein Fisch mehr zu fangen war. Hier hat der Mensch eingegriffen in ein komplexes System, in eine Population von Fischen und einen ja, Kipppunkt hervorgerufen in der Population, die dann zusammengebrochen ist. Das lässt sich gut erklären, insofern, als dass eben Fischpopulationen nur deshalb existieren, weil die Individuen miteinander interagieren. Sie müssen sich treffen, sie müssen sich miteinander fortpflanzen, sodass also auch eine Mindestgröße Voraussetzung ist dafür, dass sie sich überhaupt treffen und dass sie genetische Vielfalt aufrechterhalten können und dass eine Fischpopulation nachhaltig existieren kann. Und das ist hier durch die Übernutzung untergraben worden. Was wir so ganz langsam lernen, ist, dass Natur ja aus Systemen besteht, erheblicher Ordnung, die aus sich selbst entsteht, aus der Selbstorganisationskraft von Systemen und dass eigentlich aber das ganze Funktionieren doch deutlich anders ist, als wir es von Maschinen etwa kennen, obwohl wir intuitiv immer dazu neigen, so dass die Welt als ein großes Uhrwerk, als eine Maschine zu erklären, aber eine Maschine ist anders, wo eben einzelne Zahnräder festgeordnet irgendwo eingebaut sind und wo eine Maschine, ja, irgendwas wird da reingegeben, immer das Gleiche produziert. Es kommt immer das Gleiche raus. Und in Ökosystemen ist das anders und in Systemen überhaupt. Klar, sie bestehen nur dadurch, dass die Interaktion da sind, wie bei Zahnrädern auch, aber einzelne Komponenten können wachsen, können ihren Platz wechseln, sie können auch spontan ausgetauscht werden. Alles das, was in Maschinen nicht so leicht passiert. Und sie haben die Neigung zu überraschendem Wandel. Und dieser überraschende Wandel verläuft häufig einfach nicht linear, sondern äußert sich in Form von exponentiellem Wachstum oder auch mal in Zusammenbruch.
die Problematik des Abschmelzen des arktischen Seeeises ist ja bekannt, wo wir durch die Erwärmung des Klimas hineingeraten sind, offenkundig in eine Dynamik, wo das Eis schmilzt, sehr nachvollziehbar seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und ja, wo man ja gewissermaßen vorhersagen konnte aufgrund der unterschiedlichen starken Abschmelzereignisse oder des Ausmaßes des Abschmelzens in den Sommern, wie das so sich weiterentwickeln würde. Allerdings hat man ja hier es auch mit einem System zu tun und wo erkannt wurde, also dass tatsächlich dann irgendwann in den 90er, 2000er Jahren das Abschmelzen viel rascher vonstatten ging als vorher. Es kommt zu einer Beschleunigung. Und das ist etwas sehr Typisches für Systeme, ja, wo also irgendwelche neuen Prozesse emergent in Gang kommen, dadurch, dass ja, andere Systemkomponenten miteinander interagieren oder weil ja, die systemischen Effekte bedeuten, dass das System in einen anderen Zustand dringt. Interessanterweise war es dann so, dass nach dem Tiefpunkt, vorläufigen Tiefpunkt, ja, sich das Schmelzen wieder verlangsamt hat. 2007 bis 2019 dann das Abschmelzen mit verringerter Geschwindigkeit zustande ablief. Und naja, gut, muss man allerdings sagen, dass dann doch wieder 2020 allein bedeutet, nein, da gibt es jetzt kein Ende des Schmelzens, aber das System des arktischen Seeeises, das entwickelt sich so in Stufen. Systeme nehmen verschiedene Zustände ein und es ist ganz schwer vorherzusagen, wann was passiert. Und was wichtig ist, dass Wissenschaftler drin versucht haben zu projizieren natürlich, wie lange das arktische Seeeis noch Bestand hätte. Da gab es dann verschiedene Modelle, die angewendet wurden und das war hier der Mittelwert des Abschmelzens bis 2050. Und da wurde schon Anfang der 2000er allerdings deutlich, dass das tatsächliche Abschmelzen, dass die rote Kurve plötzlich abwich vom Modell. Das heißt, man war in der Wissenschaft nicht in der Lage, angemessen zu modellieren, wie dieses System sich verhalten würde. Und das hatte zu tun damit, dass man nicht alle Prozesse, Interaktionen in das Modell reingefüttert hatte und verstanden hatte. Was hier passiert war, ist inzwischen ja relativ gut verstanden und auch weithin bekannt, nicht? Das Erwärmen der Erdatmosphäre und des Arktischen Ozeans führt zu einer Verkleinerung der Eisfläche und das führt wiederum dazu, dass weniger weiße Fläche, die Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektiert, existiert und vielmehr haben wir dunklen Ozean, der die Sonnenstrahlung aufnimmt. Das Meer erwärmt sich im Sommer. Und das verstärkt die Erwärmung. Und hier haben wir dann in diesem Fall ein auch typisches systemisches Phänomen, wo die Wirkung einer Interaktion von Komponenten auf sich selbst zurückwirkt, sich selbst verstärkt in diesem Fall, also eine positive Rückkopplung. Und das kann genau ausmachen, dass Systeme sich nicht linear verhalten, sondern beschleunigt plötzlich einem anderen Zustand zustreben. Eine negative Rückkopplung wäre das Gegenteil, wo sozusagen ein sich System selbst bremst. Auch das gibt es natürlich in der Natur. Also typischer systemischer Prozess. Die positiven Rückkopplungen entfachen natürlich häufig eine gewisse Eskalation, beschleunigtes Wachstum, wie im Falle des menschlichen Bevölkerungswachstums.
Wachstums. Hier gab es also systemische Effekte, Rückkopplungen, die die Wissenschaftler nicht ordentlich vorhergesehen haben und weshalb die Computermodelle dann nicht in der Lage waren, die Geschwindigkeit des Abschmelzens ordentlich zu berechnen. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn es noch weitere derartige Prozesse gibt, weitere Rückkopplungen, die dann vielleicht auch noch zusammenwirken. Denn synergetische Wirkungen sind auch noch ganz typisch in Systemen, wenn also mehrere Prozesse irgendwie dazu führen, dass ein System in die gleiche Richtung getrieben wird. Das war eine theoretische Möglichkeit. Und im Moment sieht es so aus, dass tatsächlich aber weitere solcher Prozesse und Rückkopplungen laufen. In diesem Fall etwa gebunden an die Veränderung des Jetstreams, eines starken Windbandes im polaren Bereich, der anfängt dadurch, dass der arktische Ozean wärmer ist, stärker abgelenkt zu werden und stärkere Wellen ausbildet, was wiederum bedeutet, dass in bestimmten Bereichen auch mal aus sehr warmen Gebieten warme Luft bis weit nach Norden in die Arktis gebracht wird. Und dann gibt es so Warmlufteinbrüche und das sind Dinge, die im Moment regelmäßig beobachtet werden. Das sind Prozesse auch mit solchen Omega-Wetterlagen in Europa, die uns so Hitze bescheren, wie sie nicht plausibel waren nach herkömmlichen klimatischen Modellen. Und tatsächlich scheint das gerade das arktische Eisschmelzen noch einmal erheblich zu beschleunigen. Und das bedeutet, dass gegebenenfalls sehr viel schneller, dass der arktische Ozean eisfrei ist und das System dann in einem neuen Zustand ist. Entsprechend müssen wir mit viel Vorsicht schauen auf die Projektionen und Szenarien. Wir sehen schon jetzt in der Vergangenheit, dass die Erwärmung nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit stattgefunden hat, nicht? Also relativ unklar bis in die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, dann allerdings ein Anstieg der Erwärmung und gegebenenfalls im Moment nochmal eine weitere Beschleunigung. Das zeigen nun wiederum auch die Modelle der kurzfristigen Klimavorhersage, die nicht ganz schlecht zu liegen scheinen, wobei man sagen muss, dass in der Vergangenheit diese Modelle auch schon regelmäßig die tatsächliche Entwicklung der Erwärmung unterschätzt haben. Das ist nämlich das, was gerade gefährlich ist, weil wir da auch uns ganz schnell in falscher Sicherheit wiegen, weil wir Systeme nicht ordentlich verstanden haben. Es lohnt sich in diesem Fall auch in die Vergangenheit zu schauen, des Klimas. Das ist eine Grafik, die zeigt die Temperaturen in Grönland in den letzten 17.000 Jahren, wo wir erkennen, die waren ganz schön tief hier in diesem Fall, in diesem Zeitraum unter minus 40 Grad. Und es gab auch wenig Schneefall, weil es so kalt war, also wenig Neuakkumulation von Eis. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie man das rekonstruiert. Es geht über Gasblasen und Anteile von Isotopen, von Sauerstoff und so weiter. Kann man tatsächlich aus der Luft, die eingeschlossen ist im Eis, die Temperaturverhältnisse rekonstruieren. Und was wir dann erkennen, dieses System, Grönland-Eis, was letztlich ein Abbild ist des Wettersystems, Klimasystems, zumindest auf der Nordhemisphäre, hat nicht einfach nur in einem Zustand existiert, sondern es hat hin und her gewackelt. Es gab erhebliche Erwärmungen und dann auch wieder Abkühlungen, die aus irgendwelchen Gründen passiert sind. Wenn es wärmer wurde, hat es auch mehr geschneit, es wurde mehr Eis gebildet. Da gibt es also Prozesse, die ineinander greifen. Und was spannend ist, was uns die Paläoklimatologen hiermit zeigen, ist, dass dieser Systemwechsel von sehr kalten Temperaturen hier bei minus 50 bis auf minus 30 sehr schnell passieren konnten. Innerhalb von
Hier Jahrzehnten gab es Temperatursprünge, wenigen Jahrhunderten erhebliche Temperatursprünge. Und ja, dann war es eigentlich so, dass ab ungefähr ja, vor 10.000 Jahren plötzlich diese Schwankungen weg waren und das Ganze sich stabilisiert hat und die Temperatur auf einem gleichmäßigen Niveau zittert. Und was wir hier daraus lernen, ist, genaue Systeme können überraschend ihren Zustand wechseln, sehr schnell. Und es gibt nicht wirklich einen berechenbaren linearen Wandel, aber es gibt auch mal stabilere Zustände. In einem solchen Zustand scheint das Klimasystem im Moment zu sein, in den letzten 10.000 Jahren. Nebenbei ist das der Zeitraum, in dem die menschlichen Zivilisationen entstanden sind. Und was also auch ein wichtiger Faktor war für uns Menschheit, dass wir nicht solche extremen Temperatursprünge gemacht haben. Allerdings wissen wir schon, was jetzt kommt. Im Moment, nicht Jahr null oder jetzt in der Zukunft, dass hier plötzlich ein Anstieg erfolgt, der nach oben geht. Und das kann beunruhigen, wenn man erkennt, wie Systeme sich verhalten. Solche abrupten Veränderungen von Zuständen kennen wir auch von Systemen ganz anderer Art, etwa aus der Wirtschaft, abgebildet durch Indikatoren wie irgendwelche Börsenindizes, Werte, Inflation. Das sieht genauso aus wie Eisschmelze oder Temperatur, Sprünge, also abrupte Zustandsveränderungen, dadurch, dass Rückkopplung, eine Eskalation, aber dann potenziell auch wieder eine Regulationen bedingen und Systeme in gewissen Zuständen existieren lassen. Es gibt diese Kipppunkte, nicht, wo nach exponentiellem Wachstum bei Populationen oder bei der Fischerei oder hier im Falle des Nasdaq-Kipppunkte, wo genau der nicht eine Asymptote erreicht wird und dann gemütlich ein Zustand eingestellt wird, wie beim Klima, sondern häufig kommt es auch zu einem Umkippen und hier in diesem Fall zum Zusammenbruch von Börsenwerten. Und die Frage ist immer klar, wann passiert das, wo ist der Kipppunkt? Und das wird uns schon mal helfen, wenn wir das besser verstünden. Also hier nochmal der Vergleich zu den Kabeljau, Fischern in Neufundland. Es gibt offenkundig ja, Systeme, die unter Druck geraten, gewisse Zonen, in denen ja, dieses Kippen vorbereitet wird, Zonen der Unsicherheit, in denen man dann ja, die Räume verlässt, in denen die Systeme stabil sind, nachhaltig existieren. Das ist hier eine Grafik aus einer Publikation zu den planetaren Grenzen, wo diese planetaren Grenzen tatsächlich auch systemisch erklärt werden und wo genau darauf abgehoben wird, dass es gewisse Thresholds, Schwellenwerte gibt, ab denen dann das Kippen und Rutschen einsetzt und dann nimmt das System einen anderen Zustand ein. Und das kann er in unterschiedlichem Maße, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit passieren, nicht sehr gleichmäßig, sehr abrupt. Und das ist eben nicht bekannt, wie unterschiedliche Systeme darauf reagieren. Das hängt von der Komplexität ab, der betroffenen Systeme, aber auch von der Komplexität der auf sie wirkenden Stressfaktoren. Letztlich, wenn wir uns umschauen in der Natur, passiert das regelmäßig, inzwischen häufiger, dass Systeme ihren Zustand verändern. Etwas, was sehr lange funktioniert, halt nachhaltig, wie ein Wald, in diesem Fall in der Sierra Nevada, in Kalifornien, nach einer zu langen Dürre plötzlich ein massives Absterben einsetzt von Bäumen. Und wo hier dann droht natürlich erstmal der Zustandwechsel von Wald zu Nichtwald oder allemal von altem Wald zu jungem Wald, wo vielleicht andere Arten jetzt sich bewähren
müssen definitiv einen Kipppunkt nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden, muss man hier in diesem Fall sagen, in denen das Klima sehr stabil war, nämlich in den letzten 10.000 Jahren, was bedingte, dass hier auch wir mit die ältesten Bäume finden, die es überhaupt gibt, ja, verlässliche Umweltbedingungen, jetzt ein Kipppunkt hin zu einem neuartigen Zustand, mit dem das Ökosystem zurechtkommen muss. Hier nochmal diese gleiche Grafik, nicht, des Zustandwechsels von einem Zustand A in einen Zustand B, der irgendwann durch Rückkopplung dann sich ja beschleunigt entfaltet. Problem ist sicherlich, wenn mehrere Systeme unter Druck sind und ja, die miteinander auch wechselwirken und dann so Dominoeffekte bedeuten können. Wenn etwa ja ein Wald sich aufgrund von Klimaveränderungen verändert nach Dürre, aber gleichzeitig auch durch Veränderungen der Organismen, durch Auftreten von neuen Krankheiten etc., kann natürlich sein, dass mehrere Prozesse dazu führen, dass miteinander interagierende Rückkopplung noch ein beschleunigtes Zusammenbrechen oder Zustandswechsel, neutral formuliert, bedingt. Das sind also wichtige systemische Einsichten, die nachhaltigkeitsrelevant sind. Die Welt besteht aus Systemen, miteinander interagierende Teile, die emergente Eigenschaften haben, die dann in ihrem gemeinsamen Wirken sich verbessern können, im Sinne von einer größeren Effizienz. Sie können wachsen und das Ganze kann nicht linear passieren, sich aufschaukeln, eskalieren. Und in einem System, das dann auch so stark sich wandelt oder von einem Zustand in einen anderen gerät, gelten gegebenenfalls danach dann auch andere Gesetzmäßigkeiten. Es gibt keine permanente Kausalität, Gesetzmäßigkeit. Systeme sind keine Maschine, wie gesagt, sondern sie organisieren sich selbst. Das sind wichtige Einsichten von Systemikern. Und im Falle von Atomen, wo derartige Dinge passieren, dass Atome zerfallen, je nachdem, was ja für Energie auf sie wirkt, oder wiederum auch sich zusammensetzen, wird die Möglichkeit der Reaktion von Systemen natürlich immer größer, je komplexer sie sind, wie etwa in einem Ökosystem, wo es sehr viel mehr Teile gibt, die miteinander etwas tun, unterschiedliche Teile als jetzt Atome. Wichtig ist, dass Systeme auch sich verändern und sich entwickeln, dadurch, dass sie miteinander ja was tun und wir da unterschiedliche Hierarchieebenen bekommen, die zu betrachten sind. Und das ist also auch ein Fundament der Systemik, dass letztlich die Systeme zugleich Komponenten sein können von System höherer Ordnung und gleichzeitig das größere Ganze, was aus kleinen Partikeln besteht. Und es gibt dieses Kontinuum der verschiedenen Systeme, wo es eigentlich dann auch doch gar nicht so eine richtige Hierarchie gibt, wo von oben nach unten bestimmt wird, was passiert, sondern eigentlich, was passiert, ergibt sich sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten. Das ist keine Hierarchie, sondern eine sogenannte Holarchie, wie Systemiker sagen. Allemal wichtig, dass diese verschachtelten Systeme, das Zusammensetzen von Systemen auch immer mehr Möglichkeiten bedeuten für die Funktionstüchtigkeit, so wie eben tatsächlich durch Energiezufuhr auf der Erde aus Atomen, Moleküle, Zellen, Organe, Organismen, ganze Ökosysteme entstehen konnten, was die Leistungsfähigkeit des Lebens mit jeder Stufe erheblich vergrößert hat.
Und das ist auch ein Prinzip der biologischen Evolution gewesen, dass sehr einfache Organismen sich zusammenfügen, Mehrzeller bilden etwa und dadurch immer neuartigere, innovativere Lebensformen entstehen, die das große ganze Ökosystem dann noch funktionstüchtiger gemacht haben. Und das ging sehr früh los, tatsächlich diese Verschachtelung, dadurch, dass etwa Einzeller andere Einzeller aufgefressen haben, sie nicht verdaut haben und ja, dann zu Mehrfachorganismen wurden. Nicht wie im Falle der Mitochondrien oder der Chloroplasten, die dann ja, die Grundlage bildeten für die Entstehung von höheren Lebensformen wie Tieren und Pflanzen, so dass wir selbst heute als Menschen auch feststellen müssen, wir sind ein enorm komplexes System. Wir bestehen nicht nur aus vielen, vielen Zellen, die in Organen, in Geweben und Organen organisiert sind, sondern jede einzelne Zelle besteht auch noch aus ja, verschiedenen Komponenten, im Grunde zwei Arten, nämlich in uns ist in jeder Zelle von uns Mensch und auch ein Bakterium, das zum Mitochondrium geworden ist. Und so ist die Evolution auch nicht einfach nur linear passiert, sondern wirklich vernetzt, wo verschiedene Organismenformen immer wieder neu miteinander zusammengefügt wurden, was Systeme höherer Ordnung dann hervorgebracht hat. Also Innovation durch Rekombination und letztlich antreibend die nicht nur biologische, sondern auch die ökologische Evolution. Die Ökosysteme, die immer leistungsfähiger, funktionstüchtiger werden und am Ende auch nachhaltiger in dem Sinne, dass sie große Störungen, Kometeneinschläge, Klimawandel letztlich ertragen konnten und in der Lage waren, immer wieder auch sich neu zu organisieren, das Leben auf der Erde als ein relativ resistentes und auch resilientes System. Und was auch deutlich wird, natürlich am Beispiel der Organismen, dass wenn Systeme sehr komplex werden, kommt es auch darauf an, dass die Komponenten jeweils an ihrem Platz sind und dass das Gefüge koordiniert, integriert ist oder kohärent. Und so gesehen ist neben Effizienz, Resistenz, Resilienz auch Kohärenz eine Grundbedingung für nachhaltige Existenz. Ja, so schauen wir nochmal vom Weltraum und das ins kosmische System und erkennen, dass in dieses kosmische System unser planetares System eingeschachtelt ist, letztlich das globale Ökosystem auch da drin und ja, wie bei den russischen Puppen diese Verschachtelung Teil ist der Struktur und natürlich auch der Funktionsweise der Welt. Und so in unserem globalen Ökosystem gibt es Teilökosysteme, die jeweils gemacht sind von Arten, die miteinander interagieren. Und in einem Teilökosystem ja, eine besondere Art entstanden, die letztlich erstmal auch interagiert mit allen anderen, wie das immer so ist, und wo es dann durch diese Interaktion zu emergenten Eigenschaften kam, von diesen Systemen unterschiedlicher Ordnung. Allerdings ist eben hier diese Art, auf die ich hier besonders hingewiesen habe, der Mensch, besonders, als dass er tatsächlich in seinem Heimatökosystem herangewachsen ist und ja sich Möglichkeiten verschafft hat, andere Ökosysteme zu besiedeln und Wirkungen zu erzielen, die ja letztlich heute alle möglichen Ökosysteme, alle Ökosysteme betreffen. Und dieses wachsende Anthroposystem ja, auch nach innen sich immer stärker differenziert hat, wo am Anfang ja nur die Menschen waren als biologische Population,
letztlich dann auch Systeme geschaffen wurden, soziale Art, politische Systeme, technologische Systeme, kulturelle Systeme, wirtschaftliche Systeme, die komplex miteinander interagieren, wo wir aber auch mit den Grundlagen der Systemik ganz gut beschreiben können, warum da was funktioniert oder nicht funktioniert oder wächst, schrumpft oder kollabiert. Das Aufregende ist natürlich, dass jetzt dieses wachsende Anthroposystem andere Systeme verdrängt und einen großen Teil von Ressourcen, von Energie beansprucht, die es in diesem globalen Ökosystem gibt. Letztlich gibt es vier Großgruppen von unterschiedlichen sozialen Systemen, die man unterscheiden kann, die das Menschsystem, Anthroposystem ausmachen. Das sind neben den staatlichen Systemen auch die zivilgesellschaftlichen Systeme, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen und so weiter. Letztlich aber auch die Marktsysteme, die Menschen sich geben, um mit Ressourcen zu wirtschaften und sich zu versorgen. Und dann auch noch die ja, kriminellen Systeme, die da als Trittbrettfahrer letztlich aber auch bedingen, im Kampf mit und der Auseinandersetzung mit den anderen Teilsystemen, dass Geschichte passiert, dass es zu Konflikten kommt, zu Kriegen, zu Fortentwicklung in diesem menschlichen System. Und letztlich erkennen wir hier auch, dass es in der Nachhaltigkeit nicht nur darum geht, dass eine möglichst gute Effizienz erreicht wird, zum Beispiel von den sozialen Systemen innerhalb des Anthroposystems, dass das alles entsteht, auch um idealerweise uns resistenter und resilienter zu machen. Es kommt auch an auf die Kohärenz, ja, auch die sozialen Systeme wie Staaten funktionieren nur, wenn es alles ordentlich integriert ist und nach gewissen Regeln abläuft und nicht chaotisch. Und dann ist da noch diese weitere Dimension, die das globale Ökosystem bisher ganz gut hinbekommen hat, nämlich zu existieren innerhalb der globalen Grenze. Ja, und nicht darüber hinaus und zu existieren mit der Menge von Energie, die in dieses globale Ökosystem hineingeholt werden kann, über die Sonnenstrahlung und die Pflanzen. Und das ist sicherlich jetzt noch die große Frage für das Anthroposystem, irgendwann mit dem Wachstum aufzuhören und ja innerhalb von Grenzen zu existieren. Und damit ist auch Suffizienz ein wesentliches Kriterium, letztlich auch eine emergente Eigenschaft von wirklich nachhaltigen Systemen. Man kann also ja mit solchen systemischen Modellen begreifen, wie die Welt funktioniert, wie der Mensch sich einordnet. Wir können in diesem Fall auch erkennen, dass wir eine abhängige Komponente sind. Wir leben doch ja von den funktionstüchtigen Ökosystemen. Und so gesehen ist dieses Blasenmodell oder diese genesteten Systeme auch ein Gegenentwurf zu anderen Darstellungen der Nachhaltigkeit, wo es häufig um ein Dreieck geht, Ökonomie, Soziales, Ökologie oder ein Drei-Säulen-Modell oder hier so ein Tortenmodell, die vielleicht die Situation nicht genau gleich gut beschreiben, weil hier ist relativ klar, wir sind in dem genesteten globalen Ökosystem wirklich davon abhängig, dass das große Ganze funktioniert. Und das globale Ökosystem, das machen nicht wir, sondern das machen alle Arten, die miteinander interagieren, Energie, Materie, Informationen austauschen. Und darüber können wir uns nicht hinwegsetzen. Ja, so ein bisschen sind wir schon vorangekommen in unserem Bestreben zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Jetzt müssen wir nur noch die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen und lernen, was uns die natürlichen Systeme ziemlich lange schon vormachen: nachhaltig existieren. Danke.